Willkommen bei Wordconomy. Das heutige Video behandelt die sogenannte Prozesskostenrechnung in der Kosten- und Leistungsrechnung. Um die Prozesskostenrechnung richtig zu verstehen, sollten wir uns zuerst anschauen, warum die Prozesskostenrechnung entwickelt wurde und welche Vorteile die Prozesskostenrechnung mit sich bringt. Die Prozesskostenrechnung kann der Kostenstellenrechnung zugeordnet werden, bei der unter anderem die Gemeinkosten dem Kostenträger zurechenbar gemacht werden sollen. Hierbei kommt es üblicherweise zur innerbetrieblichen Leistungsverrechnung und der Bildung von Zuschlagsätzen mittels des Betriebsabrechnungsbogens. Das Problem ist hierbei jedoch, dass diese Zuschlagsätze einen Verursachungszusammenhang, auch Kausalzusammenhang genannt, unterstellen, welcher in Wirklichkeit so eigentlich nicht gegeben ist. In unserem Fall deutet der Materialzuschlagsatz von 11,48% darauf hin, dass die Kostenstelle Material 11,48% der Gemeinkosten beansprucht hat. Wenn wir uns aber nochmal vor Augen führen, wie dieser Zuschlagsatz berechnet wurde, und zwar mittels Proportionalität zu den Einzelkosten, oder anders ausgedrückt, Kostenstellen mit hohen Einzelkosten wurden auch hohe Gemeinkosten zugeschrieben und Kostenstellen mit niedrigen Einzelkosten wurden niedrige Gemeinkosten zugeschrieben, wird schnell klar, dass dies natürlich nicht zwingend der Fall sein muss. Es kann genauso gut sein, dass eine Kostenstelle mit hohen Einzelkosten niedrige Gemeinkosten verbraucht hat, wenn hier zum Beispiel keine teure Maschinenfertigung benötigt wurde. Dieser Fall wird jedoch in der herkömmlichen Zuschlagskalkulation nicht berücksichtigt. Somit kam es zur Einführung der Prozesskostenrechnung, welche nun versucht, die Verursachungsgerechtigkeit zu erhöhen und andererseits auch dazu beiträgt, ineffiziente Prozesse zu identifizieren und diese in der Folge zu verbessern. Dies ist natürlich nur möglich, da nun Prozesse die Berechnungsgrundlage bilden und diese den tatsächlichen Verursachungszusammenhang wesentlich besser darstellen. So, das war's erstmal mit der Theorie. Schauen wir uns nun am besten mal folgendes Beispiel an, um die Prozesskostenrechnung richtig zu verstehen. Wir haben die Aufgabe bekommen, eine Prozesskostenrechnung für folgenden Sachverhalt durchzuführen. Im Vorfeld wurden bereits die wesentlichen Teilprozesse unseres Textilbetriebes identifiziert. Zum einen haben wir es mit dem Teilprozess des Fertigens zu tun. Hier werden die Kleidungsstücke von unseren Schneidern gefertigt. Dieser Teilprozess stellt einen leistungsmengeninduzierten Vorgang, auch LMI genannt, dar. Das bedeutet, dass die Kosten hierbei von der Häufigkeit der Durchführung beeinflusst werden. Also wenn hier mehr Kleidungsstücke gefertigt werden, so steigen auch die LMI-Kosten an. Die Prozessmenge beträgt hier 3000 produzierte Kleidungsstücke und die Prozesskosten dieses Teilprozesses belaufen sich auf 1300 Euro. Als nächstes schauen wir uns den Teilprozess des Verkaufens an. Hier werden die Kleidungsstücke an den Mann gebracht, indem hier bei Kunden angeworben werden. Dieser Teilprozess stellt ebenfalls einen LMI-Prozess dar und die Prozessmenge beläuft sich auf 1000 Stück. Somit werden leider nicht alle produzierten Kleidungsstücke in dieser Periode verkauft. Die Prozesskosten dieses Teilprozesses betragen 700 Euro. Zu guter Letzt werden die verkauften Kleidungsstücke auch an unsere Kunden, in unserem Fall also an die Zwischenhändler, verschickt. Dieser Prozess wird 30 Mal durchgeführt und die Prozesskosten betragen 500 Euro. Zu guter Letzt haben wir es noch ganz oben mit einem leistungsmengenneutralen Vorgang, auch LMN genannt, zu tun. Da es in letzter Zeit zu diversen Einbruchsversuchen in unser Lager kam, wurde hierbei ein automatisiertes Sicherheitssystem installiert, welches den Teilprozess des Überwachens des Lagers darstellt. Dieser Teilprozess ist deshalb leistungsmengenneutral, da die Kosten hier immer gleich bleiben, egal wie viele Kleidungsstücke tatsächlich gefertigt werden. Im nächsten Schritt berechnen wir den LMI-Prozesskostensatz. Hierbei müssen wir lediglich die jeweiligen Prozesskosten durch die jeweilige Prozessmenge teilen, um unseren LMI-Prozesskostensatz zu erhalten. Für den ersten LMI-Prozesskostensatz teilen wir also die 1300 Euro durch die 3000 Stück und erhalten einen LMI-Prozesskostensatz in Höhe von 43 Cent pro Prozessdurchführung.
Für den zweiten LMI-Teilprozess teilen wir die 700 Euro durch die 1000 Stück und erhalten 70 Cent und beim dritten LMI-Teilprozess erhalten wir 16,66 Euro, nachdem wir die 500 Euro durch 30 geteilt haben. Weiter geht's mit der Berechnung des LMN-Prozesskostensatzes. Hier müssen wir die Summe der LMN-Kosten durch die Summe der LMI-Kosten teilen und das Ergebnis dann jeweils mit dem LMI-Prozesskostensatz multiplizieren. Zuerst teilen wir also die 3000 Euro der gesamten LMN-Kosten, die ja lediglich in dem Teilprozess der Überwachung des Lagers stecken, mit den gesamten LMI-Kosten der Teilprozesse fertigen, verkaufen und versenden, welche insgesamt 2500 Euro betragen. Als Ergebnis erhalten wir 1,2. Die 1,2 multiplizieren wir dann mit den jeweiligen LMI-Prozesskostensätzen der jeweiligen LMI-Teilprozesse. Für den ersten LMI-Teilprozess rechnen wir also 1,2 mal 43 Cent, was einen LMN-Prozesskostensatz von 51 Cent pro Prozessdurchführung ergibt. Für den zweiten LMI-Teilprozess rechnen wir 1,2 mal 70 Cent und erhalten 84 Cent. Und beim dritten LMI-Teilprozess erhalten wir 19,99 Euro, nachdem wir 1,2 mit 16,66 Euro multipliziert haben. Zu guter Letzt müssen wir noch die einzelnen LMI-Prozesskostensätze mit den einzelnen LMN-Prozesskostensätzen addieren, um die einzelnen Gesamtprozesskostensätze zu erhalten. Für den Teilprozess Fertigen beträgt der Gesamtprozesskostensatz 94 Cent. Für den Teilprozess Verkaufen liegt dieser bei 1,54 Euro und der Teilprozess Versenden weist einen Gesamtprozesskostensatz in Höhe von 36,65 Euro auf. Nun waren wir in der Lage, die angefallenen Gemeinkosten mittels der Prozesskostenrechnung verursachungsgerechter zu verteilen. Unsere errechneten Gesamtprozesskostensätze sind nun besser dazu geeignet, den Prozesszusammenhang innerhalb unseres Unternehmens wiederzuspiegeln. Als letztes schauen wir uns noch kurz an, welche drei Effekte in Verbindung mit der Prozesskostenrechnung auftreten. Als erstes führt die Prozesskostenrechnung zu einem sogenannten Allokationseffekt, welcher bedeutet, dass es zu einer Unterscheidung im Vergleich zur herkömmlichen Zuschlagskalkulation innerhalb der Zuordnung der Gemeinkosten durch die verursachungsgerechtere Zuordnung kommt. Die Zuschlagssätze der herkömmlichen Zuschlagskalkulation sowie die der Zuschlagskalkulation auf Basis der Prozesskostenrechnung unterscheiden sich also. Als zweites führt die Prozesskostenrechnung zu einem sogenannten Komplexitätseffekt, was bedeutet, dass die Zuordnung der Gemeinkosten die Komplexität einzelner Produkte und deren Prozesse berücksichtigt. Logisch, umso aufwendiger die einzelnen Prozesse sind, desto höher werden auch die in der Prozesskostenrechnung berücksichtigten Kosten ausfallen. Und zu guter Letzt haben wir es auch mit einem sogenannten Degressionseffekt zu tun. Bedeutet, dass es bei der Prozesskostenrechnung zu sinkenden Gemeinkosten bei steigender Ausprägungsmenge kommt. Hier verteilen sich die Gemeinkosten auf eine größere Stückzahl, wenn unsere Ausprägungsmenge ansteigt, was die Gemeinkosten pro Stück natürlich reduziert. So, das war's auch schon. Ich hoffe, dieses Video konnte helfen, das Thema der Prozesskostenrechnung zu erklären und zu veranschaulichen. Über eine positive Bewertung und ein Abo für weitere Wirtschaftsvideos würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Wordconomy.